So, hallo Leute, heute wollen wir uns mal eine LED-Lampe anschauen für, ja, für den Unterwassereinsatz, beziehungsweise eigentlich für daheim, Indoor, Outdoor und eben auch für Unterwasser, weil das wird auch direkt so beworben als Poollicht. Das ist eine Lampe für indirekte Beleuchtung, sage ich gleich mal dazu. Das hält jetzt keinen Raum oder sowas, sondern es ist eher um eine Akzentfarbe in irgendeine Ecke irgendwo hinzuzaubern mit verschiedenen Farben. Und das wollen wir uns eben mal anschauen. Ich selber bin ein großer Fan von so LED-Lampen, weil ich die einfach irgendwo klein, kompakt irgendwo hinmachen kann und kann die dann sozusagen dann schnell ein- und ausschalten über die Fernbedienung und da irgendwo ein Licht hinzaubern. Und dadurch, dass das eben auch portabel ist, dann eben auch mal woanders hinstellen. Das gefällt mir ganz gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal im Detail jetzt hier an. So, hier sehen wir jetzt auch mal den gesamten Lieferumfang. Das ist die Verpackung hier von der Firma Q-Life. Die Lampe kostet 24 Euro. Wir haben die Lampe natürlich dabei. Ganz wichtig, da ist sie, die Hardware. Die schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen im Detail an. Eine Fernbedienung zur Steuerung, ein Micro-USB-Kabel zum Laden von dem Ding. Das Ganze wird über USB geladen, Micro-USB. Und hat einen integrierten Akku mit 1500 mAh. Ja, ansonsten haben wir hier noch so ein paar Saugnäpfe mit dabei, damit man das Ding auch irgendwo an einer Oberfläche anbringen kann und da befestigen kann. Eine Geschenkkarte, da bekomme ich noch sogar noch ein Geschenk dann da und natürlich die Anleitung. Ja, die Lampe selber, die ist in einem richtig dicken Plastikgehäuse. So sieht die jetzt aus. Optisch so lala, würde ich sagen, aber das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht irgendwo sich in die Mitte vom Raum hinstellt, sondern das schauen wir uns nachher noch an. Eher irgendwo eine Ecke, wo das Ding dann halt, ja, im Prinzip nicht der Blickfang ist, sondern halt eher da irgendwo indirekt für eine Beleuchtung sorgt. Hier haben wir die Fernbedienung, Standardfernbedienung, wie man sie von solchen Gadgets halt so kennt. Man kann das Ding hier einschalten, man hat hier Timer-Funktionen von einer halben Stunde bis drei Stunden, dann schaltet sich die Lampe automatisch ab. Man kann sie die Helligkeit verringern, sieht man jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil das die Kamera auch so ein bisschen ausgleicht. Man kann die Farbe festlegen, hat da verschiedene Farben hier, gelb, grün, ja, Blautöne, Rot. Man kann hier verschiedene Farbwechselfunktionen aktivieren, wie zum Beispiel Crossfade hier. Man kann, wenn man einen Disco-Modus haben will, auch sowas hier machen. Denke ich, braucht man jetzt eher selten. Und was ebenfalls schön ist, das Ganze funktioniert hier über Funk, nicht über Infrarot. Das heißt, da muss jetzt kein Sichtkontakt zwischen den beiden hergestellt sein. Ja, schrauben wir das Ding mal unten auf. Da hat man dann nämlich Zugang zu dem Ladeport. Das schraubt man so auf wie so eine Cremedose. Hier ist mal die Rückseite. Da befindet sich noch so ein Magnet. Testen wir dann auch gleich mal. Und dann kann ich jetzt hier die Lampe ein- und ausschalten, beziehungsweise dann hier auch laden. Wie gesagt, laden geht über Micro-USB. Einfach anstecken. Da sieht man jetzt hier diesen Ladeindikator. Kabel liegt bei. Netzteil nicht, wobei ich das jetzt eigentlich nicht so schlimm finde, weil ich habe so viele Geräte, wo sowas dann schon beilag und dann brauche ich da einfach nicht noch mehr. Genau, so schaut die Lampe aus. Jetzt würde ich sagen, testen wir das Ganze mal im Einsatz. Hier sehen wir das Ganze jetzt mal als, ja, indirekte Beleuchtung so in der Ecke. Das ist so, denke ich, der Hauptanwendungszweck für so eine Lampe. Dann kann man dann mit der Fernbedienung das schön steuern. Man kann heller, man kann das dunkler machen, man kann die Timer-Funktion einstellen. Man kann es auch, ja, so wechseln lassen in verschiedenen Farben und Frequenzen. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Sowas hier zum Beispiel, naja, gut, wie viel Sinn das natürlich macht, so im Wohnzimmer, wenn das so hektisch ist. Sei mal dahingestellt, ich kann es atmen lassen. So, dann wechselt das schön hin und her. Kann die Farben, wie gesagt, manuell halt einstellen, die Helligkeit. Und so kann ich das Ding halt einfach irgendwo in eine Ecke packen. Ja, hier hinten ist jetzt der Magnet und ich mache das jetzt hier mal an die Heizung ran und ja, man sieht, so richtig hält es nicht. Also es hält gerade so in Position, aber mit der leichten Tendenz dann runter zu rutschen. Das ist ein bisschen schade, das wäre natürlich extrem cool, wenn ich das einfach irgendwo hin machen könnte. Dafür brauche ich dann aber die Saugnäpfe. Bei den Saugnäpfen, die werden einfach auf der Rückseite da so eingesteckt. Da sind so Ösen dafür, zwei Größen liegen bei und jetzt schauen wir mal, wie die dann so halten. Mit den Saugnäpfen habe ich das Ganze jetzt hier mal auf so Fliesen befestigt. Das ist dann ja im Prinzip sehr praktisch. Da kann man das irgendwo im Bad halt hin tun. Ist dann eigentlich sogar auch ein bisschen praktischer als der Magnet. Ja, ich meine, wie viel magnetische Oberflächen hat man jetzt so, wenn man von Heizung und Kühlschrank so absieht. Ne? Kann man dann einschalten. Und ich mache jetzt mal hier das Licht aus. Und dann hat man dann so ein kleines, schönes Licht im Bad.
Jetzt der Unterwassertest. Ich habe leider keinen Pool, aber versenken wir das Ding mal einfach mal im Waschbecken und dann schalten wir es mal ein. Und da sieht man, dass das Waschbecken jetzt wunderschön erleuchtet ist. Ja, und das Wasser, das tut dem Ding auch nichts. Das ist wirklich sehr dicht hier unten. Da ist ja auch dann hier so ein Gummi eingelassen. Wenn man das dann zuschraubt, dann ist es einfach wasserdicht. Und ja, so kann man das einfach in den Pool quasi hineinwerfen. Es hält ja auch was aus dank der dicken, ja, Hülle von dem Ding oder beziehungsweise dem dicken Gehäuse. Ja, Fazit von dem Gerät ist, finde ich, soweit ziemlich in Ordnung, das Ding. Das ist halt auch recht stabil. Wie gesagt, wasserdicht für indirekte Beleuchtung irgendwo hin. Ich verwende das eher indoor. Aber ja, wie gesagt, das Gehäuse ist so dick und so stabil gebaut, dass man das problemlos auch draußen verwenden kann. Ich hau das einfach irgendeine Ecke von meinem Büro und habe da so eine indirekte Beleuchtung, die ich dann eben über die Fernbedienung steuern kann. Auch die Akkulaufzeit ist soweit in Ordnung. Ich habe das Ding jetzt mal 1,5 Tage durchlaufen lassen. Lief dann ohne Probleme soweit durch. Was ja auch sinnvoll ist, dass da wirklich der Akku eine lange Zeit hält, weil wenn ich das Ding jetzt wirklich im Pool verwenden sollte, muss ich dann ja irgendwann danach tauchen, dann das Ding auseinanderschrauben, laden etc. Da erwarte ich dann einfach, dass es dann schon seine Zeit durchhält. Wie gesagt, kostet 24 Euro und wenn ihr an sowas Interesse habt, schaut euch das Ganze mal an. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.